Endlich Ferien. Und nicht mehr lange, bis die Party zum Ferienstart beginnt. Damit die Partygäste des Werftrocks das Ende des Schuljahres richtig feiern können, sorgt das Organisationsteam um Konstantin Fetzer für Action. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir bauen fleißig auf. Die Westernstadt wird aufgebaut. Der Pool steht schon zum Teil. Wir werden noch mit Wasser füllen, nicht nur vom Regen, sondern auch mit richtigem Wasser füllen, dass wir morgen vielleicht doch ein bisschen planschen können, weil von dem Regen lassen wir uns den Spaß nicht verderben. Neben einem Showprogramm auf der Bühne steigt morgen auch auf dem Platz vor der Halle eine Mega-Party. Etwas Bauchweh verursacht den Veranstaltern noch der Wetterbericht. Die Herausforderung ist das Wetter, weil wir natürlich nicht wissen, wie ist es morgen. Wir haben keinen Plan B sozusagen. Ja. Wir haben so einen großen Funpark, dass wir nicht wissen, was können wir morgen machen. Wir können nicht alles in die Halle, wir können sicherlich einen Teil in die Halle tun, aber nicht alles. Da müssen wir schauen, wie wir das heute noch deichseln. Mit 50 Helfern wird das Festgelände auf die Party vorbereitet. Am Mittwoch um 11 Uhr geht's los. Die Veranstalter rechnen wieder mit mehreren tausend Besuchern. Ich freue mich auf diesen Funpark, auch wenn es regnet, auf diesen Funpark ganz besonders, weil wir da einfach richtig groß was gebacken haben. Natürlich auch auf Anime freue ich mich ganz besonders, die mit ihrer Single ja im Moment bei den Bravo-Charts ganz oben ist. Das wird richtig gut. Moderiert wird der Werftrock von Partymaster Tobi, der neben Anime und Jacoustics auch auf der Bühne auftreten wird. Mehr über den Werftrock gibt es morgen ab 18 Uhr hier bei der Filztalwelle.